Triggerwarnung. In diesem Dummgefragt-Video geht es um Essstörungen. Enthalten sind unter anderem explizite Schilderungen von ehemaligen Magersüchtigen. Weitere Informationen und Hilfestellungen zu dem Thema haben wir euch unter dem Video zusammengestellt. Das wäre so eine geile Lebenseinstellung. Ich bin dick und alle anderen auch. Ja. Pizza. Keine Social-Media-Krankheit. Was ist mit einer dummen Frage eigentlich? Wann seid ihr magersüchtig gewesen und wie lang? Bei mir sind es tatsächlich 12 Jahre, mit denen ich damit beschäftigt bin und sage, ich bin aber gerade auf meinem sehr guten Weg. Wie lange man wirklich schon krank war, das weiß ich nicht genau. Das hat sich dann schon ein paar Jahre hingezogen, auf jeden Fall. Ich wurde 2013 krank, da war ich gerade 14 geworden. Und ich würde sagen, dass es mir seit Ende 2018 wieder sehr gut geht. Im Nachhinein so in der Therapie ist dann auch klar geworden, dass eben davor schon viel war, bevor dann dieser Auslöser kam, der dann tatsächlich zur Essstörung geführt hat. Magersucht ist doch gar keine richtige Krankheit. Das ist halt einfach dumm. Also bei Magersucht ist die Todesrate ziemlich hoch, von daher würde ich da mal ganz fest widersprechen. Wenn man zum Arzt geht und er sagt, du hast Grippe, dann bist du krank. Da musst du dich ins Bett legen und musst dich erstmal auskurieren. Ja, das ist eigentlich, aber eigentlich, so dumm die Frage auch ist, ne? Es ist schon eine Krankheit, das äußert sich als Krankheit, ja, natürlich, aber ich finde es eigentlich spannender, wenn man Magersucht als Sucht auch sieht. Magersucht ist eine Krankheit. Findet ihr alle anderen auch zu dick? Ich kann deutlich sagen, nein. Vielleicht übermäßig dünn, aber das war dann so eine Neidfunktion. So wie, die sind so dünn, ich könnte auch so dünn sein. Die Figuren von anderen Leuten waren mir nie so wichtig, denn mir ging es ja nicht darum, irgendwie schön auszusehen oder mein Umfeld irgendwie zu bewerten oder auch mich einfach nur anhand eines Schönheitsideals zu bewerten, sondern es ging mir ja vielmehr darum, dass ich irgendwie meine Gefühle unterdrückt habe. Wenn eine andere Person, sehen gut aus, haben eine tolle Figur. Das hat nichts damit zu tun, wie ich mich selber sehe. Vor allen Dingen habe ich mich selber auch oft gar nicht als zu dick gesehen. Bei anderen Leuten hatte ich das Problem aber nicht. Denn andere Leute habe ich ja nie so kritisch bewertet, vom Charakter her, von der ganzen Art her und deswegen auch nicht ihren Körper. Also bei mir war es irgendwann tatsächlich so, dass ich auch andere Leute als dicker gesehen habe, als sie waren, besonders nach der Klinik. Es war so Gewohnheit, dass alle so dünn sind und dann kam ich raus und dachte bei meinen Freundinnen, die davor eigentlich total schlank auf mich gewirkt haben, dachte ich plötzlich so, wow, die haben ja schon ganz schön zugelegt, aber sahen die genauso aus wie vorher. Ich wünschte, ich hätte deine Willensstärke, dann wäre es so viel leichter abzunehmen. In diesem Bereich ist Willensstärke tatsächlich eher negativ. Das habe ich auch sehr häufig gehört, vor allem auch von anderen Leuten, die sich irgendwie Tipps gewünscht haben und gefragt haben, ja, wie hast du es geschafft abzunehmen? Und da will ich einfach nochmal sagen, dass eine Essstörung keine Diät ist. Genau, es ist halt so ein bisschen wie auch vielleicht eine Drogensucht, kann man das gut vergleichen. Also, freier will es auf jeden Fall nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist keine Entscheidung, die man trifft. Ja. Es ist eher Willensstärke, da wieder rauszukommen. Außerdem muss ich sagen, dass mich das immer noch mehr bestärkt hatte. Denn ich habe gedacht, dass es ja etwas ist, worum andere mich beneiden. Und das hat mich quasi in dieser Krankheit nur noch bestärkt. Und ich hatte umso mehr das Gefühl, von der Krankheit nicht loslassen zu dürfen. Habt ihr Angst, noch mal rückfällig zu werden? Ich habe jetzt keine Angst, mehr rückfällig zu werden. Ich habe mich einfach sehr mit der Krankheit bzw. mit dem Ursprung der Krankheit auseinandergesetzt. Also es ist keine tagtägliche Angst. Ich glaube, das wäre ein falscher Umgang. Aber ich glaube, man sollte sich bewusst sein, dass es möglich ist. Es ist für mich wie eine Sackgasse gewesen. Ich habe gemerkt, den Weg bin ich schon mal gegangen und es hat sich nicht gelohnt. Tatsächlich sage ich heute, sag niemals nie, aber ich habe jetzt keine Angst, mehr rückfällig zu werden. Es gibt einen sehr schönen Spruch, der mir dazu einfällt. Und zwar, wenn die Vergangenheit anruft, geh nicht dran, denn sie hat nichts Neues zu sagen. Ja.